Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde. Wir sind immer noch bei Buch 1, allerdings Kapitel 3. Waren zuletzt genau auf dem Marktplatz und haben die Ritter angesprochen, die natürlich wollen, dass wir hier irgendetwas klauen. Wir wissen ja, dass das nur so eine Verarsche ist von den Rittern. Deswegen lassen wir uns da jetzt gar nicht so drauf ein. Wir überqueren den Hof nochmal, gucken, ob wir hier irgendwie noch was drücken können. Nein, gut. Dann würde ich jetzt hoch zum Turm gehen. Pass auf, wo du hinläufst, du Zwerg. Mach dir nichts draus, Junge. Das ist nur William Hamley. Er hat auf eine Prinzessin gehofft, aber gekriegt hat er nur einen Tritt. Was hat er denn? Glaubst du, er hat was vergessen? Seine Würde vielleicht? Der war gut. Der war wirklich gut. Ihr scheint mir ein ehrbarer Mann zu sein, aber wir haben bereits einen Stellmacher, der Dinge für uns repariert. Dann vielleicht etwas anderes. Ich habe gehört, es gäbe hier alles Mögliche zu tun. Ja, aber leider nicht für einen Baumeister. In der Tat brauchen wir eher Leute, die einreißen können, als Dinge wieder aufzubauen. Nun gut. Vielen Dank für eure Zeit. Komm mit, Junge. Ich wollte aber hier nochmal eben kurz gucken. Den Mann mit Besen. Upsala. Er steht mir im Weg. Das muss ja sein, der Graf. Hier haben wir gar nichts. Da ist was. Das haben wir hier. Das riecht lecker, Geflügelkeule. Wenn Tom Arbeit kriegt. Gucken, was ist hier noch so? Hier ist noch eine Frau. Versuchen wir mal, den Brief zu kriegen. Angesenkter Brief. Untersuchen, natürlich. Brief vom 25. Dezember 1135. Lady Aliena. Ich sehe unserer Vereinigung mit großer Vorfreude entgegen. Mein Vater ist einer der wohlhabendsten Männer des Landes und deiner der Graf von Shiring. Zusammen werden wir eine mächtige Familie ohne Sondergleichen. Aber dennoch musst du beim Gedanken an unser anstehendes Treffen nicht erröten, meine Dame. Du wirst mich gut zufriedenstellen. Ach du Scheiße. Mein Vater hat ein Haus für uns im Auftrag gegeben. Du wirst kochen, putzen, Gäste empfangen und meine Pferde pflegen. Schlaflose Nächte sollen dich dafür belohnen. Oh mein Gott, das ist so, ich weiß nicht, das ist, ey, das ist so eine Anzeige, wo eigentlich doch jede vernünftige Frau die Augen verdreht, oder? Also, das kann doch nie sein. In ganz Südengland haben wir Gefolgsleute. Selbstverständlich, du bist ja auch der Graf. Verlasse dich nie allein auf deinen Titel, mein Sohn. Ich verstehe nicht. Hast du deshalb diese ganzen Briefe geschrieben? Das ist noch der Sohnemann. Gucken, ob ich da noch irgendwie... Der schickt mich ja jetzt mit Sicherheit weg. Es tut mir schrecklich leid, Junge, aber die Lady Aliena empfängt heute keine Besucher. Aliena, sag ich doch richtig. Ich will die Lady sehen, die Lady Aliena. Die Lady Aliena? Eine bezaubernde junge Frau. Sie wohnt oben im Turm. Wie eine Prinzessin? Nun, nicht ganz. Auch wenn sie bestimmt eine wunderbare Königin abgeben würde. Derzeit ist sie nur die Tochter des Grafen von Shiring. Und das macht sie schon ganz gut, wenn ich das so sagen darf. Das ist tatsächlich eine Da ist tatsächlich eine Prinzessin im Turm. Oh. Ich will die Lady sehen.
Meine Güte, du bist ja genauso ungehobelt wie ihr letzter Besucher. Nur am Betteln und keine Manieren. Kann ich sie sehen? Darf ich sie sehen? Darf ich? Wie ich schon sagte, sie empfängt heute keine Besucher. Zumindest keine Rüpel. Nicht nachdem dieser Hamley-Junge versucht hat, ihr schon wieder einen Antrag zu machen. Schon wieder? Sie braucht jetzt etwas Ruhe. Nicht noch so ein glubschäugiges Ferkel, das sich für einen Barden hält. Und fang jetzt bitte nicht an zu singen. Hamley? Ja, Percy Hamleys Sohn William. Jetzt ab mit dir. Darf ich die Lady sehen? Ich hab dir doch gesagt, sie würde lieber ein höfliches kleines Mädchen vorziehen. Auch dir einen wunderschönen Nachmittag. So. Junger Ritter, ein kleiner Ritter. Er sieht nicht sehr stark aus. Wir wissen nur, was im Süden passiert. Aber was Robert im Westen tut, wissen wir nicht. Gemeinsam kontrollieren wir also den gesamten Südwesten? Nicht vollständig, aber wir haben überall Kundschafter, die uns regelmäßig Bericht erstatten. Und nun Ruhe, ich muss nachdenken. Ja, ich auch. Und zwar, wie komme ich da hin? Was mach ich denn jetzt, ey? Ich weiß, ich mache gerade echt komische Geräusche, aber... Sprich mit mir, wenn du etwas willst. Achso, ich wusste es. Es ist... Darf ich die Lady sehen? Ich hab dir doch gesagt, sie würde... Okay, da können wir nichts mit anfangen. Wir müssen einfach nach draußen, glaube ich. Ach ja, die Keule, genau. Ich höre jetzt auf, hier irgendwelche Geräusche, Pupsgeräusche zu machen, genau. Oh. Ah, shit, nein! Hey, was machst du da? Ah. Ich kümmere mich darum. Kennt ihr vielleicht jemanden, der einen Stein dazu? Oh nein. Bald war das einfacher. Letzten Sommer haben sie was im Kloster von Schafsberg gemacht. Ich habe nicht aufgepasst. Ich gehe und versuch's nochmal. Ich schaff das. Ich schaff das. Okay, los geht's. Na, fuck, Mann. Hey, was machst du da? Ich kümmere mich. Ich will diese Keule haben. Ich mach so lange weiter, bis ich diese Keule habe. Okay, nochmal. Hey! Ah! Gibt's doch nicht. Ich war doch fast so. Ich krieg das hin. Jawohl! Ha! Oh, jetzt gehen wir mal zu Tom. Diese Gebäude sind baufällig, das kann doch jeder Narr sehen. Selbst wenn dem Grafen Vorratslager und Küche egal sind, liegt ihm vielleicht etwas anderes auf der Seele. Erzähle Tom von Aljena. Wusstest du, dass es hier eine Prinzessin gibt? Ich habe gehört, dass der Graf eine Tochter hat, aber das ist alles. Wozu brauchst du Arbeit? Um Unterkunft und Essen zu bezahlen, damit wir nicht verhungern. Nicht jeder kann im Wald leben, Junge. Nein? Nein? Nein. Menschen müssen unter Menschen sein. Und damit das klappt, braucht man Regeln. Wie die Gesetze in Städten oder Mieten
oder Lohn. Wenn jeder einfach tun würde, wozu er Lust hätte, würden die Dinge sehr schnell sehr übel aussehen. Kannst du nicht irgendwo anders arbeiten? Nicht, wenn wir heute Abend was essen wollen. Sie wollen dich nicht haben, oder? Nur weil die Arbeit einem nicht in den Schoß fällt, heißt das nicht, dass es keine gibt. Ich sehe mich noch ein bisschen um. Sag deiner Mutter, sie soll sich noch gedulden. Wonach suchst du? Nach etwas, das den Grafen überzeugen könnte, mich anzustellen. Es könnte etwas Kleines sein, wie ausgewaschener Mörtel oder eine lockere Säule. Manchmal braucht man erst ein Problem, wenn man schon die Lösung hat. Aha, Turm braucht Arbeit. Ich muss Ausschau halten, ob man hier etwas reparieren kann. Ich werde mich weiter umhören. Halte du nur die Augen offen. Und wenn du was siehst, das kaputt ist, lass es mich wissen. Das ist ja jetzt interessant. Habe ich hier irgendwie was? Vielleicht auf den Wehrgängen. Da könnte irgendwas zu finden sein. Komm schon. Der Bergfried ist direkt durch das Tor die Brücke hinauf. Du willst doch ein Ritter werden, oder? Ich hab doch was geklaut. Gucke mal. Das habe ich im Bergfried gefunden. Bringt ihr mir jetzt bei, wie man ein Ritter ist? Scheiße. Oh nein. Kacke. Verdammte Kacke. Du kannst doch nicht einfach den Grafen beklauen. Das war doch nur ein Scherz, Bursche. Ein Scherz. Steck das Ding weg. Schnell. Tun wir so, als ob wir ihn nicht bemerken. Er wollte es doch so. Gehen wir mal auf den Wehrgängen vorbei. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ich versuch's mal, ob der vielleicht hier auf meine Sachen antworten kann. In dem Turm da ist eine Prinzessin. Du meinst die Lady Aliena? Ha, eine beeindruckende Frau, nicht wahr? Keine Ahnung, ich hab sie noch nicht getroffen. Und reparieren? Ist bei euch irgendwas kaputt? Naja, diese Zinnen könnten einen neuen Stein oder zwei gebrauchen. Aber davon abgesehen. Okay, was denn mit den Rittern? Vielleicht können die mir noch was sagen. Ich frage mich, was die Leute über die Prinzessin denken. Ja. Erstmal hier, reparieren. Ist bei euch irgendwas kaputt? Meine Nase, schätze ich. Und ein paar meiner Rippen. Oh. Ansonsten geht's uns gut. Ich frage mich, was die Leute über die Prinzessin denken. Okay, dann gehen wir mal über den Hof. Arbeiter. Ich frage mich, was die Leute über die Prinzessin denken. Hat nicht funktioniert, aber vielleicht reparieren. Ist hier irgendwo was kaputt? Sie reden nicht mit mir. Ja, sind sehr unfreundliche Menschen. Ich habe jetzt nicht wirklich was gefunden, ne? Da, der Brunnen ist doch kaputt. Das habe ich da vorhin schon gesehen. Genau, der Brunnen ist baufällig. So. In dem Turm da ist eine Prinzessin. Oh, weiß Martha das schon? Oh, ich will sie sehen. Was ist denn jetzt los? Die gute Lady Aliena. My Lady? Ja, Matthew? Unten sind zwei Kinder, die euch unbedingt sehen möchten. Kinder? Ein fröhliches Mädchen und ein merkwürdiger Junge. Nun, da es meine Aufgabe ist, mich um die Gäste meines Vaters zu kümmern, kann ich sie, denke ich, empfangen. Euer Vater hat euch bereits erlaubt, eine Hochzeit zu annullieren?
Er wird euch gewiss auch gestatten, diesen Kelch an euch vorübergehen zu lassen. Aber mit wem teilt man besser einen Kelch als mit einem fröhlichen Mädchen? Und einem merkwürdigen Jungen. Wir werden uns schon verstehen. Bringt sie rauf. Das wäre echt cool von ihr. Ah ja, klar, er sagte ja, dass ein Mädchen wahrscheinlich mehr ziehen würde als ein Junge. Oh, ihr seid's. Ich habe euch und eure Eltern schon vom Fenster aus gesehen. Was kann ich für euch tun? Du bist schön. Bist du die Prinzessin? Ja, komm. Du bist ziemlich schüchtern, nicht wahr? Möchtet ihr was zu essen? Aber es ist noch nicht Essenszeit. Wann es hier etwas gibt, bestimme ich. Ich werde Matthew bitten, euch etwas Brot zu bringen. Ja, gerne. Sag etwas Kluges. Wo ist deine Mutter? Meine Mutter ist tot. Oh, macht dich das nicht traurig? Ich war traurig, aber das ist schon lange her. Mein Bruder Richard kann sich nicht mal mehr an sie erinnern. Hör auf, sie anzustarren. Meine Mutter ist auch tot. Wann ist sie gestorben? Letzte Woche. Oh, wer ist denn dann die Frau bei euch? Das ist meine Mutter. Und wo ist dein Vater? Ich hatte nie einen Vater. Woher bist du dann gekommen? Von meiner Mutter? Alles, was jung ist, kommt aus den Müttern. Was haben denn die Väter damit zu tun? Ich denke, du solltest mal ein Wort mit deiner Mutter reden. Kommt, ich will euch etwas zeigen. Seid ihr jemals so hoch oben gewesen? Nein. Oh, toll. Die Menschen sehen so klein aus. Wie Mäuse. Du gehst bestimmt jeden Tag hier rauf. Früher ja, aber in letzter Zeit nicht mehr so oft. Warum nicht? Wir sind dabei, uns schlimme Feinde zu machen. Wenn unser erster Angriff fehlschlägt, könnten sie unsere Burg belagern. Dann werde ich viel Zeit hier oben verbringen müssen. Dieser Anblick wäre eine Zeit lang das Einzige, was ich hätte. Er soll etwas Besonderes bleiben. Aber uns zeigst du ihn trotzdem. Ich glaub nicht, dass mich das hier je langweilen könnte. Kommt, lasst uns wieder runtergehen. Matthew wird euch zu euren Eltern bringen. Toll, das war aber ein sehr kurzes Vergnügen. Die Prinzessin hat mir gesagt, dass der Graf einen Angriff erwartet. Wie war's? Oh, sie war so hübsch. Meinst du nicht auch, Jack? Mhm. Hat überhaupt kein Wort rausgekriegt, ey. Okay, Ich wünschte, ich wäre wie sie. Sei vorsichtig, Jack. Das Äußere eines Menschen kann täuschen. Der Ritter dort drüben zum Beispiel. Wonach sieht er aus? Wie ein kleiner Bär? Er sieht aus wie ein kleiner Bär. Stimmt. Aber selbst kleine Bären können von Blutlust gepackt werden. Nur weil wir nicht mehr im Wald sind, heißt das nicht, dass es hier keine Wölfe gibt. Hey, Junge, komm her. Was will er denn jetzt von uns? Sag, was hältst du von Tom? Er ist nett. Also lass mich dir eins sagen. Er mag vielleicht ganz nett wirken, aber in Wirklichkeit denkt er an niemanden außer sich selbst. Egal wie viel Mühe du dir gibst. Am Ende schafft er es jedes Mal wieder, dich mit runterzuziehen. Also, wenn du und deine Mutter bei ihm bleiben wollt, lernt besser, euch hinten anzustellen. Nur damit ihr es wisst. Ja, danke schön. Alfred denkt, er wäre Tom egal. Okay, mit was können wir arbeiten? Können wir der Kleinen hier das Essen geben? Wow.
so viel essen. Ich bin aber noch satt von den Nüssen, die mir deine Mama gegeben hat. Vielleicht will Alfred ja was. Versuchen wir es. Wo hast du das her? Kannst es haben. Ich sehe schon, wir werden gute Freunde werden. Ich mag den Typen überhaupt nicht, also... Ja, hat sich die Colle jetzt in den Arsch geschoben. Komm, wir gehen, reden da mal mit unserer Mutter drüber, dass Alfred denkt, er wäre Tom egal. Alfred meint, Tom würde niemandem zuhören. Dann sollte er es ihm sagen. Aber wenn Tom nicht zuhört, dann kann er es ihm nicht sagen, oder? Nun, wenn er wütend auf seinen Vater ist, sollte er mit ihm reden. Die kleine Ratte. Wenn du deine Gefühle geheim hältst, Alfred, wird sich nichts ändern. Da reden wir auch mit Mama drüber. Lady Aliena erwartet einen Angriff. Hier? Auf Earls Castle? Such Tom und erzähl ihm davon. Schnell. Gut. Kann man mit ihm auch darüber reden? Nee. Tom ist gar nicht mehr da. Doch da. Erstmal das mit Alfred. Alfred ist sauer. Was? Wieso? Er sagt, du bist selbstsüchtig und hörst ihm nicht zu. Danke, dass du mir das erzählst, Jack. Ich werde später mit ihm reden. Dann haben wir jetzt den Angriff. Lady Aliena erwartet einen Angriff. Einen Angriff? Also bereitet sich der Graf doch auf einen Kampf vor. Das ist gut zu wissen, Jack. Sag mal, warum hilfst du mir nicht, Schäden zu finden? Der Graf wird nicht gern in den Kampf ziehen, wenn seine Burg in schlechtem Zustand ist. Ich habe nur was beim Brunnen gefunden. Der Brunnen sieht kaputt aus. Ja? Sehr gut, Jack. Den will der Graf mit Sicherheit repariert haben. Schau mal, ob du noch mehr Schäden findest. Noch mehr? Ach, da, aber ich muss ausschalten, ob hier etwas zu reparieren... Ich gehe mal hoch zum Turm. Sieht nicht so aus, als gibt es hier etwas für Tom zu tun. Ich versuch's trotzdem nochmal beim Grafen. Sprich mit mir, wenn du etwas willst. Okay, hier ist nichts, was uns helfen könnte. Warte mal, hier, er hatte doch hier was gesagt, der Wehrgang. Die Befestigung fällt auseinander, genau, das war es auch noch. Und das ist sehr wichtig, weil wenn er nämlich einen Angriff erwartet, ist das, also das ist sehr wichtig halt, würde ich jetzt sagen. Einige Zinnen sind platt. Das habe ich auch schon bemerkt. Schau mal, ob du noch einen weiteren Schaden findest. Doch, ernsthaft? Ich habe keinen Schaden. Da, die Mauer. Warte doch. Sehr schön. Ich sollte Tom Bericht erstatten. Ja, da habe ich doch drauf gedrückt. Da hinten ist eine brüchige Mauer. Wenn das wahr ist, dann hast du ein sehr scharfes Auge. Das sollte fürs Erste genügen. Aber bleib wachsam. Du hast gute Arbeit geleistet, mein Sohn. Und jetzt komm mit. Wollen wir doch mal sehen, ob's reicht. Sein Sohn? Ich würde euch ja gerne nehmen, aber wir können euch nicht gebrauchen.
Ich hoffe nur, ihr rechnet nicht bald mit einem Angriff. Mhm. Was soll das? Warum sagt ihr das? Eure Verteidigungsanlagen sind in schlechtem Zustand. Drückt euch gefälligst etwas deutlicher aus. Aus den Mauern des Torhauses bröckelt vielerorts der Mörtel heraus. Das sind prächtige Ansatzstellen für eine Brechstange. Hat der Feind erst mal ein, zwei Steine herausgelöst, fällt die Mauer schnell. Sonst noch was? Ja, die Burg hat ein Kellergewölbe mit einer Holztür. Wenn ich sie angreifen wollte, würde ich durch diese Tür brechen und ein Feuer im Lager legen. Und wenn ihr der Graf wärt, was würdet ihr dagegen tun? Ich würde einen Haufen behauener Steine bereithalten und einen Vorrat an Sand und Kalk für den Mörtel. Und einen Steinmetz, der diesen Durchgang im Notfall zumauern könnte. Matthew, auf ein Wort. Ja, so schnell geht das. So, wir können bleiben. Ja. Fürs Erste. Schön. Ist das auch in eurem Sinne? Na klar. Alfred? Oh, von mir warum auf? Fragst du mich? Weil du ein Bilder bist. Auch deine Meinung zählt. Von mir aus können wir gerne bleiben. Und jetzt packt eure Sachen und folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr ein Dach über den Kopf kriegt. Und so fand Tom Bilder schließlich Arbeit. Damals ahnten wir nicht, dass all dies nicht von Dauer sein würde. Oh. Was du getan hast, du hast Bischof Wolleren erfolgreich um Hilfe gebeten. Dein Strohritter hat Martha Mut gemacht. Du und deine neue Familie habt Earl Castle erreicht. Du hast Alfred etwas zu essen besorgt und eure Freundschaft gestärkt. Du hast Aliena von Jacks Vater erzählt. Du hast eine Geflügelkeule für die Ritter gestohlen. Du hast William Hamleys Brief an Lady Aliena gefunden. Du hast Tom geholfen, Arbeit in Earl Castle zu finden. Schön. So, jetzt müssten wir Kapitel 4. Richtig. Der Prior von Kingsbridge. Kingsbridge. Später am selben Tag. Gut, dass du deinen Bruder nach St. John geschickt hast, um deiner Gemeinde von der Nominierung zu berichten. Wenn du selbst gegangen wärst, hätten sie dich vielleicht nicht mehr fortgelassen. Es kann durchaus sein, dass ich nach der heutigen Wahl nach St. John zurückgehe. Warum so pessimistisch? Viele der Brüder wollen immer noch, dass Remigius Prior wird. Philipp. Ja? Es gab einen Vorfall mit einem unserer Novizen. Was für einen Vorfall? Remigius hat ihn mit dem Rohrstock gezüchtigt. Er hat am ganzen Leib geblutet. Er konnte kaum stehen. Aber er richtete sich auf und ging. Wir riefen seinen Namen. Er ging einfach weiter. Er hat sich nicht ein einziges Mal umgedreht und zurückgeschaut. Er ist fortgelaufen? Er ist nicht der Erste. Und es war auch nicht das erste Mal, dass Bruder Markus bestraft wurde. Bruder Markus? Ja, er hat meine Schlüssel gestohlen und Vorräte. Du hattest ihn doch Remigius gemeldet, nicht wahr? Das stimmt, aber er ist doch fast noch ein Kind. Remigius geht wirklich zu weit. Letztes Jahr hat er einen Novizen geschlagen. Der Arme ist seitdem auf einem Ohr taub. Nee. Sag mir, Philipp, was wirst du als erstes tun, wenn du gewählt bist? Gute Frage. Wir werden die Kathedrale instand setzen, wir müssen Selbstversorger werden, wir dürfen unsere Novizen nicht schlagen, wir werden ein Skriptorium bauen. Ich weiß nicht, was das Skriptorium, das ist bestimmt irgendwas für Dokumente oder so. Wir müssen Selbstversorger werden, wir werden die, ja, wir, erstmal müssen wir Selbstversorger werden, würde ich sagen. Wir müssen Selbstversorger werden und unsere Schulden begleichen. Ja. Das stimmt. Es wird Jahre harte Arbeit erfordern. Du wirst so weitermachen, wie du es immer getan hast, Melius.
Und wir werden die anderen Brüder lehren, ebenso zu handeln. Ihr könnt hier nicht herein. Was war das? Wer sind diese Leute? Hey! Geht beiseite! Ritter! Beiseite, sagte ich! Was geht da draußen vor sich? Soldaten? Gibt es wieder einen Krieg? Diese Narren. Philipp! Es ist Francis! Sie haben Francis! Was? Francis! Aber ich habe alles geheim gehalten. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!